Und jetzt, Lianon, was ist der Blutbrand? Ich sage dir nur, dass ich einfach nicht verstehe, warum sich Leute immer so verhalten. Ich meine, ich... Ruhe, wir sind da. Das ist Lianon? Sieht eigentlich ziemlich idyllisch aus. Noch. Was ist mit unseren Truppen? Sollen wir warten, bis sie aufschließen? Nein, unser primäres Missionsziel ist es, die Lage zu beurteilen. Wie schlimm steht es um das Dorf und wie viele sind infiziert? Und wenn wir das herausgefunden haben, handeln wir entsprechend. Das heißt? Wir werden sehen. Das heißt, wir werden sehen. Okay. Was braucht ihr? Jetzt haben wir 4 Leute. Schöne Gruppe. Und wir haben hier noch eine Belohnung. Da können wir uns noch was Schickes aussuchen. Ich suche mir als Magier natürlich irgendwas aus. Nee. Leider kann man keine magische Sache nehmen. Jo, dann nehme ich doch einfach mal hier einen Bogen. Bogen ist immer auch Fernkampf, das passt. So. Und jetzt geht's mal weiter. Da oben ist die Weltkarte. Können wir jetzt nicht hin. Und da ist eine Ruine. Na, sieh mal einer an. Ein alter Verschlag. Höchstwahrscheinlich eine Jagdhütte. Von innen dringt ein fauliger Stank nach außen. Ah, schauen wir uns das mal an. Ich habe nie die Ahnung, ob ich das jetzt irgendwie mal einer an. Genauer angucken kann, weil irgendwas scheint da drin zu sein. Ihr habt es ja gehört, fauliger Gestank, aber man kann nicht wirklich rein. So, und dann gibt es hier noch Fertigkeitspunkte zu vergeben. Die Leute, die ich hier mitnehme, die haben noch was zu lernen. Erhöht maximale Gesundheit. Geben wir dem mal. So. Und Anselm. Der Anselm kriegt noch erhöht Fokus. Nee. Muss mal gucken, was gerade schön ist. Erhöht die Gesundheit. Können wir nicht nochmal verbessern. Geben wir dem noch erhöht die Blockchance bei der Nutzung von Schilden. So. Dann kriegt der auf jeden Fall Schilder. Und jetzt kann man die auch nochmal hier so durchklicken und sagen, okay, was kriegt denn jetzt jeder Einzelne angezogen? Hab ich irgendwas noch? Einen besseren Stab hier? 10,71. Ne. Schlechter geschwärzter Stab und schlechter Flammenstab. Also ich kann mich nicht groß verbessern. So, dann haben wir hier Bertrand. Der könnte jetzt ausgerüstet Langbogen 2,57. Und hier, der hat 4,71. Zack. Bertrand ist schon mal besser drauf jetzt. So, der Tänzer kann man nicht verändern im General. Aber hier Anselm können wir noch verändern. Hier haben wir eine schwere Rüstung. Kondition 7, 14, ist auf jeden Fall besser. So. Und das Schild. 12%. Moment, rostiger Streitkolben. Mandelschild, jetzt haben wir es. Ach, beides das gleiche Schild. Und von den Waffen her hat er einen rostigen Streitkolben, 4,62. Ich habe hier ein Flammenschwert, das ist aber zweihändig. Das hier ist 3,27, das ist schlechter. 3,95 ist schlechter. Okay, macht alles keinen Sinn, braucht er nicht. Obwohl, hier haben wir noch Blockchance 16%. Ja, das ist besser, auch wenn es nicht so gut aussieht. So, jetzt haben wir eine höhere Blockchance. Wunderbar. Dann gehen wir doch mal auf die Spinnen los. Hier befehlt. Jetzt gar kein Heiler dabei. Sieht so aus, als würde mir jetzt ein Heiler fehlen in der Gruppe, oder? Feuerball. Der heilt auch nicht. Boah, da kann keiner von heilen. Wie heftig ist das denn? Naja. Müssen wir die Tränke benutzen, die ganzen Heiltränke. So. Bewegung. Dann gehen wir mal nach Lianon. Oh, hier könnten wir jetzt so viel erkunden. Da leuchtet wieder was. Die Leichen weisen eindeutig Symptome des Blutbrands auf. Die Körper sind leicht angeschwollen und die Verwesung hat bereits eingesetzt. Ihr schätzt, dass sie seit etwa 2 Tagen tot sind. Okay. Da ist wieder was Rotes. Für die Krone! Käfer!
Mal gucken, ob wir die besiegen können. Ja, geht alles locker. Kriegen wir platt. Aber sind komische Viecher. Sehen nicht schön aus. Boah, das war ein Schlag, du. Okay, Käfer, Glossareintrag. Ja. Lächerlich. Und wieder andere Viecher. Immer mehr Gegner hier. Verdammt, ich brauche Hilfe! Ui, der hält nicht mehr viel aus hier. Macht er sich sofort einen Heiltrank auf? Lecker. Interessant. Das waren jetzt wieder Goblins oder sowas, würde ich sagen. Gucken wir uns jetzt gleich im Glossar an. Wow, was für ein Schild. Kondition neu. Neun. So. Da liegt auch noch was. Schauen wir uns das mal an. So viel zu finden hier. Befehle? Was? Holz kann nicht aufgehoben werden während des Kapitels. Okay, Holz kann man nicht gebrauchen. Jetzt können wir mal gucken, wenn wir hier noch ein Kapuzchen anziehen. Ihm hier vielleicht. Sehr hübsch. Und, ne, Schild kann man ihm nicht anziehen. Dafür hat er zu wenig Konstitution. Der müsste noch ein bisschen trainieren. Jetzt gucken wir nochmal auf die Zauber. Also hier, weiße Magie. Hier, heilt und säubert. Der Ansel muss auf jeden Fall hier die weiße Magie jetzt lernen beim nächsten Mal. Ich selber kann auch nicht heilen. Reparatur. Ne, Zielgebäude. Nee. Er kann auch nicht heilen. Sein Tänzer kann auch nicht heilen. Jo, also Anselm ist unsere einzige Chance, dass wir auch mal geheilt werden können, ohne einen Heiltrank. Bedeutet, jedes Level up geht jetzt erstmal in weiße Magie bei Anselm. Und weiter zum Dorf. Also wir brauchen kein Holz, habt ihr ja gerade gehört. Wir brauchen halt dann keine Basis, wie es aussieht. Was zum Elfen? Och. Wir lassen uns durch. Salangar, wer seid ihr? Und was bei Elendsregen habt ihr hier zu suchen? Sentenza Noria, General der Wolfsgarde. Und wir stellen hier die Fragen. Wir befinden uns auf nordtandischem Territorium. Wolf? Oh, verstehe. Dann solltet ihr mit unserer Augurin sprechen, Elion. Ich denke, sie wird euch das ein oder andere zu erzählen haben. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Tja, das, was da steht, ist nicht immer das, was die sagen, aber... ist das gleiche gemeint. Und hier sind jetzt Elfen in einer menschlichen Siedlung. Warum die hier sind, weiß ich nicht. Ach, das ist jetzt alles elfig hier. Aha. Hier kommt die Stadt an sich. Die ist wieder menschlich. Die Wolfsgarde. Das wird interessant. Was habt ihr hier zu suchen? Das ist Nordtander-Gebiet. Ja, das wissen wir. Aber die Umstände erfordern unsere Präsenz. Gut, genug von dem Gerede. Was zum Henker hat das zu bedeuten? Nun ja, wie ihr vielleicht schon wisst, gab es in diesem Dorf einen Ausbruch des Blutbrandes. Wir sind hier, um Nachforschungen anzustellen. Mhm. Seit wann seid ihr hier? Seit wann genau? Ihr habt einen stattlichen Außenposten errichtet. Seit man uns darüber informiert hat, dass es einen Krankheitsausbruch geben würde. Also vor 3 Wochen. Moment, ihr wusstet, dass es einen Ausbruch geben würde? Ja. Aha. Dann sollten wir unsere Kräfte vereinen. Oder ihr habt nicht das Recht, hier zu sein. Ich würde sagen, Elben spiele ich gerne, Elfen spiele ich gerne. Also versuche ich mich mit denen zusammenzutun. Nun, wir sind auch hier, um Nachforschungen anzustellen. Vielleicht könnten wir ja zusammenarbeiten. Ich befürchte, das wird nicht möglich sein. Warum? Weil ich weiß, was ihr hier vorhabt. Es ist ein Fehler. Was meint ihr? Es reicht. Wir sind auf Geheiß der Königin hier. Und getreu des Nebeldunstvertrags werdet ihr augenblicklich eure Soldaten abziehen. Und glaubt mir, wir... Das seid ihr nicht. Wie bitte?
Der Nebeldunstvertrag wurde zwischen den Morhir-Auguren und Königin Aelith geschlossen. Ihr handelt auf Befehl des Lordmarschalls Arandir, dem wir nicht die Treue geschworen haben. Oder sollte ich sagen, Lord Angar und diese magierschlachtenden Fanatiker der Reinheit des Lichts, die mittlerweile die Gesetze in eurem Land machen? Die Reinheit des Lichts hat absolut gar nichts mit unserem Hiersein zu tun. Wir sind hier, um zu verhindern, dass sich der Blutbrand weiter ausbreitet. Schön, aber wir kümmern uns bereits darum, also ist eure Anwesenheit nicht weiter vonnöten. Jetzt verschwindet, oder ich werde dafür sorgen, dass ihr es tut. War das eine Drohung? Das war es, General. Ihr habt 5 Minuten, um mir aus den Augen zu gehen. Dann werden unsere Bogenschützen das Feuer eröffnen. Ui. Rückzug. Elfen werden zu Feinden in 5 Minuten. Findet einen Ort für einen Außenposten. Haha. Hm? Tja, also, die wollen nicht mit uns reden. Ich sagte, verschwindet. Oh, kann man sich leider doch nicht mit denen zusammentun. Ein Glück ist auf der Map schon markiert, wo wir Blutbrand. Warum einen Außenposten haben können. Warum haben wir eigentlich bislang noch nie davon gehört, General? Weil die Krone eine Panik vermeiden möchte. Aber dafür ist es mittlerweile ohnehin zu spät. Die Gerüchte haben sich verbreitet wie ein Lauffeuer. Und natürlich wissen die Spinner von der Reinheit des Lichts, das für sich einzusetzen. Ich schätze, du magst sie nicht. Nein. Und ich denke, dass der Lordmarschall sie unterschätzt. Hm. Okay. Wie es aussieht, müssen wir jetzt gleich gegen Elfen kämpfen. Ich dachte eigentlich, das könnten unsere Freunde sein. Schade. Ui, ui, ui. Und wieder Käfer. Für die Königin! Ja, da ich looten will. Gibt's ja gar nicht. Boah, Feuerball gefällt mir schon gut. Habt ihr das gesehen? Das ging richtig zur Sache. Speere. Heilt alle Verbündeten im Zielgebiet. Ah, ich hab noch nicht. Heilen. Okay. Verbrauchsgegenstand. Selten. Mhm. Leute, wir den halten wieder da aus. Macht sie mal platt. Jawohl. Glossareintrag. Jetzt sehen wir es. Also, echte Goblins können nicht mit ihren Verwandten, neben grauenhaften Geiseln, neben den Orks verglichen werden. Es gibt Goblins, Goblin-Pyromanen, drangsalierende Goblins, die Käfer, die wir hier gerade gekillt haben. Es gibt Eiterwanzen, schwache Eiterwanzen, speiende Eiterwanzen. Ist das alles eklig? So, die Käfer sind ja eklig. So, die Leichen weisen eindeutig, ja, auch hier die hat wieder Blutbrand. Wieder ein neuer Brief. Warum? Wir müssen schnell looten und schnell zu unserem Außenposten. In 3 Minuten sind die Elfen böse. Nahrung kann nicht aufgehoben werden. Na gut, noch können wir nichts damit anfangen mit den ganzen Ressourcen für einen Außenposten. Aber wenn wir doch gleich einen bauen, dann brauchen wir es wohl. Aha. Unsere Truppen haben aufgeschlossen. Gut. General Noria, ihr? Und was ist los? Stimmt was nicht? Wir haben Gesellschaft. Wo ist der Rest der Soldaten? An der Kreuzung, Herr. Sie warten auf euren Befehl. Gut, dann beordert sie rein. Wenn diese verdammten Elfen uns nicht von selbst hineinlassen, dann werden wir sie eben dazu zwingen. Anselm, du hilfst mir, eine Strategie zu entwickeln. Korporal Tahar, du wirst die Errichtung des Außenpostens koordinieren. Wie heißt du, Junge? Seewig, Herr. Gerald Seewig. Und du kommst aus der Gegend, richtig? Ja, Herr. Gut, dann wirst du Tahar mit Rat beistehen, wenn er ihn braucht. Fangen wir an. Wenn diese Morhir Blut wollen, dann sollen sie es haben. Morhir sind wohl Elben. Und jetzt haben wir auch einen Außenposten. Dann speichern wir doch auch mal zur Sicherheit, ne? Wo wir gerade mal dran sind. Spielstand speichern. Oh, der macht hier aber automatisch viele Speicherpunkte. Na gut. Einen haben wir noch. So. Und jetzt. Betretet Leon und redet mit Gerald. Dann machen wir das zuerst. Ich nehme mal an, ihr seid Korporal Tahar. Ja. Was schlagt ihr vor? Wo fangen wir an? Zunächst einmal sollten wir unsere Vorräte aufstocken. Ich schlage vor, ihr schickt ein paar Männer auf die Jagd und ordnet an, ein wenig Holz zu fällen. Verstanden. Und vergesst nicht, einige unserer Arbeiter unbeschäftigt zu lassen, damit sie die Ressourcen transportieren können. Ansonsten hilft uns der beste Außenposten auf ganz Eo nicht weiter. Ich werde es mir merken. Hab Dank. Okay,
Er hilft uns so ein bisschen, was wir machen sollen. Wunderbar. Menschliches Sägewerk freigeschaltet. Menschliche Jagdhütte freigeschaltet. Also, gibt es erstmal eine Holzfällerhütte. Die packen wir hier bei den Bäumen hin. So, und dann Benachrichtigungen sind Mitteilungen, die in den RTS-Modus neben eurer Minikarte auftauchen. Sie informieren euch über wichtige Ereignisse. Okay. Wo denn? Hier? Ja, genau. Neue Quest erhalten. Korporatara. Okay. Das ist jetzt die Holzfällerhütte. Und jetzt können wir noch die Jagdhütte bauen. Da sind ganz viele Tiere. Dann stellen wir die hier hin. Oh. Ein Gebäude wurde errichtet. Ja, und jetzt seht ihr, wir haben noch 4 übrig. 3 sind jetzt am Holzhacken. Und die anderen sind hier gerade am Arbeiten. Auch die werden dann nachher in das Haus gehen und dort arbeiten. Arbeit, Arbeit. Und wir sehen auch auf der Map, hier ist alles grün. Das sind also die Feinde. Hier ist alles blau. Ein Gebäude wurde errichtet. Super. Dementsprechend kommt jetzt langsam Holz und Essen rein. Korporal, habt ihr schon die Jäger losgeschickt? Ja, und sie haben bereits Wild gefunden. Und ich habe einige Männer zum Holzfällen abkommandiert, wie ihr es vorgeschlagen habt. Was nun? Gute Frage. Ich schlage vor, ihr sucht nach ein paar Orten, an denen wir weitere Außenposten errichten können. Vorzugsweise in der Nähe des von den Elfen kontrollierten Gebiets. Je mehr Territorium wir kontrollieren, desto besser. Macht Sinn. Okay, und menschlicher Grenzposten freigeschaltet. Wir sollten mehr geeignete Orte für Außenposten finden. Je mehr Gelände wir kontrollieren, desto besser. Einverstanden. Na, dann gehen wir doch mal hier näher an die Elfen ran. Und hier können wir das auch schon sehen. Außenposten einrichten oder errichten. Klickt hier, um einen neuen Außenposten zu errichten. So, und schon machen wir unseren eigenen Außenposten auf. Der Außenposten wurde errichtet. Unsere Grenzen haben sich erweitert. Jetzt können wir bestimmt auch das Holz hier mitnehmen. Oh ja, da haben wir hier sofort einen Bauernhof. Ja, und hat er jetzt gelootet oder nicht? Ja. Doch, wie es aussieht schon. Jawohl, 5 Holz. Da interessant. Überall liegen diese Leichen rum. Das verwirrt ein bisschen, dieses blaue Leuchten. Was braucht ihr? Oh, was haben wir da? Orkischer Dolch, eine Armbrust. Sehr schön. Wir kriegen auch Items weiterhin. Ah, schauen wir uns das mal an. So, meldet euch bei Gerald. Wir sollen wieder zurück. Das sieht aber ziemlich mickrig aus hier, der Außenposten. Aber immerhin, die Leute arbeiten ja schon, bringen Sachen nach Hause. Haben wir doch ein bisschen unser Gebiet hier unten vergrößert. Nicht übel. Ja? Ja? Was gibt's Neues? Wir haben ein paar neue Außenposten errichtet, wie ihr es vorgeschlagen hattet. Was jetzt? Ich schätze, der nächste Schritt ist, unsere Soldaten für den Angriff auszurüsten. In anderen Worten, wir brauchen eine Kaserne. Dann tun wir das. Wie steht es um unsere Verteidigung? Diese elfische Augurin muss mittlerweile gemerkt haben, dass wir hier Stellung bezogen haben. Menschlicher Wachturm. Wir müssen mehr Gelände gewinnen, Tahar. Ansonsten riskieren wir, dass die Elfen uns einkesseln. Jetzt geht's also los. Jetzt also. Einmal ein Steinbruch. Baut Stein ab. Das ist die Frage, wo ist Stein? Ohne Stein können wir auch mit dem Steinbruch nichts anfangen. Ich sehe hier nirgendwo Stein, bringt nichts. Kaserne, die ist wichtig. Damit können wir was tun. Dann ein Wachturm ist wichtig. Dafür brauchen wir aber erstmal Stein. Dann machen wir uns mal hier ein bisschen weiter auf den Weg nach Süden. Da ist nämlich noch ein Außenposten einnehmbar. Oh, was haben wir hier? Guck mal da. Eine richtige Ruine, die wir mal einnehmen könnten. Ist hier ein Steinbruch dann? Ich weiß es nicht genau. Wie ihr befehlt. So. Weiteres Gebiet einnehmen. Immer super.
Der Außenposten wurde errichtet. Unsere Grenzen haben sich erweitert. So, und hier oben können wir auch noch mal. Wie ihr befehlt. Dann haben wir auf jeden Fall schon einige Außenposten. Ein Gebäude wurde errichtet. Jo, menschlicher Brandmeister freigeschaltet. Werbt einige Rekruten an. Wäre es nicht klug, auch gen Norden zu expandieren? Das könnte uns gegenüber den Elfen einen Vorteil verschaffen. Haben wir keinen Wagen. Zuerst müssten wir die Brücke reparieren. Aha. Wir kurz. Können gar nicht... Ja, das ist ein guter Ort. Ihr habt ein Spezialgebäude gefunden, das erst aufgeladen muss, bevor es verwendet werden kann. Also, wir können über die Brücke hier nicht. Dafür müssten wir Leute zuweisen. So, jetzt habe ich einen Arbeiter zugewiesen. Und dementsprechend habe ich hier keine mehr übrig. Na dann, los geht's. Okay, so läuft das dann. Dann können die sogar Brücken reparieren. Das ist ja interessant gemacht. Okay. So, und jetzt gucken wir mal. Hier können wir auch noch mal ein Gebiet annehmen. Das ist ein guter Ort. Oh, das ist dann ganz nah an den Elfen. Das könnte problematisch werden, aber egal. Hauptsache, uns gehört das Gebiet hier erstmal. Rekruten werden gerade gebaut. Passt auf. Der Außenposten wurde errichtet. Unsere Grenzen haben sich erweitert. So. Jetzt ist nur noch das Stein ein Problem. So, damit die Gebäude funktionstüchtig ist, braucht es mindestens einen zugewiesenen Arbeiter. Hier ist ja noch gar nichts zu tun. Der könnte ja mal ein bisschen jagen gehen, oder? Ja. Und vielleicht auch noch ein bisschen Holz holen. So. Hier ist eine Jagdhütte, die sieht aber komisch aus. Hä? Oder hat er die jetzt dahin gebaut? Gut, ich denke, unser Außenposten ist jetzt ausreichend befestigt. Sprechen wir mit dem General. Okay, jetzt haben wir ein paar mehr Leute. Oh ja, hier ist einiges los jetzt. Und dann sprechen wir mit dem General. Ich denke, wir sind mittlerweile stark genug für einen Angriff. Stimmt. Dann vergeuden wir keine Zeit. Ich möchte eure Befehle nicht in Frage stellen, General. Aber wäre es nicht klüger, erst noch ein wenig die Gegend auszukundschaften? Vielleicht gibt es eine andere Lösung als einen Frontalangriff. Na schön, aber nicht viel länger. Wenn die Elfen den Blutbrand aus dem Dorf tragen, hilft uns jedes taktische Wissen über ihr Lager nichts. Okay, erhaltet eine Belohnung. Wir kriegen versengende Sphäre, wir kriegen wieder Tränke, da sind wir gut. Zweite Chance wurde Hofalchemisten erst mit einer mysteriösen Substanz. Außerdem befindet sich Soldaten und Tandas werden angewiesen, den Talisman zu ergreifen, wenn sie im Begriff sind, das Bewusstsein zu verlieren. Ja, nehmen wir den mal mit. So, und jetzt versuche ich mal alle zu markieren hier. Dann mal los. Was? So, und damit jetzt hier mal zu den Orks rein. Ich will mal gucken, was hier ist. Jetzt machen wir hier mal ein bisschen... Aufräumarbeiten. Ein Gebäude wurde errichtet. Oder was es sind. Goblins könnten es auch sein. Boah, das ging schnell. So, da können wir was looten. Ah, Kriegsbeil, eine rote Robe. Sehr hübsch. Na, sieh mal einer an. Und Goblinfleisch. Geht, geht. Da liegt noch was Gutes rum. Schauen wir uns das mal an. Der Baum muss den Mann getroffen haben, als er was gesucht hat. Okay. Kurz und schmerzlos. Jetzt noch Spinnen wieder. Wir lernen wieder neue Spinnen kennen. Sehr nett. Oh. Eure Heldengruppe hat eine neue Stufe erreicht. Ist doch schon mal ganz sinnvoll, dass wir das hier alles machen. Jetzt können wir wieder ein bisschen skillen. Die Sache ist, wo ist ein Steinbruch? Hier sind drei Leute unbeschäftigt, die tun gar nichts. Die kriegen auch mal was zu tun. Nämlich ein bisschen Holz zu holen. So.
und auch jagen zu gehen. So. Ja, da geht keiner jagen. Dann nur zwei Holz fällen und einer jagen. So. Muss ich das auch nochmal hier hinten gucken? Wir werden angegriffen. What? Schon? Also hier. Einer. Noch Holz fällen. So. Jetzt muss ich mal gucken, wo sind denn meine Leute? Oh, ich habe da gar keine Armee draus gemacht. Das ist natürlich jetzt schlecht. Ich bin bereit. Verstanden. Wir werden angegriffen. Auf geht's. Geht's aber schnell hier hin. Wir haben einen Sektor verloren. Na toll. Da hat man sich einmal auf was anderes konzentriert. Schon hat man ein Problem. Aber jetzt kommen wir. Ein Gebäude wurde errichtet. Jetzt gibt's Ärger, Leute. Das können wir nicht machen. Wir uns einfach unseren Sektor wegnehmen. Ja, das ist ein guter Ort. Egal wer es ist, muss sterben. So. Wie ihr befehlt. Dann nehmen wir uns den Sektor wieder ein. Der Außenposten wurde errichtet. Unsere Grenzen haben sich erweitert. Und hätten wir einen Steinbruch, könnten wir jetzt auch endlich den Wachturm dahin bauen. Ein Gebäude wurde errichtet. Hier. Und die schicken wir da hinten hin. So. Die werden alle hierhin stationiert. Rechte Maustaste zeigt dann sofort, hier geht's hin. Los jetzt. So. Aber was jetzt? Hier arbeitet keiner. Machen wir den Grenzposten mal größer. Eine Stufe höher. Und dann müssten wir wieder Leute übrig haben. Da kommen sie wieder mit Material, das ist super. Die gehen das immer holen, wie cool das ist, ne? Irgendwie schon schön gemacht. So, hier vom Bauernhof tun wir mal einen abziehen. Und schon haben wir auch wieder einen, der was tragen kann. Wir müssen nämlich das Zeug auch irgendwo hinbringen. So, jetzt sind drei übrig. Das ist schon mal besser. Wo kriege ich denn das Steinzeug her? Ein Steinbruch baut Steine ab. Steine werden für weiterentwickelte Gebäude bearbeitet. Aber wo haben wir denn Steinbruch? Mensch, das ist doch eine gute Frage. Solange da null durchgestrichen steht, haben wir wohl keinen Steinbruch. Ist die Brücke fertig? Der ist immer noch dran. Ich habe immer noch keinen Arbeiter genug, um hier... Das kann ich auch nicht upgraden. Kann ich hier unten upgraden? Moment. Ja, so. Machen wir ein bisschen größer den Außenposten, den hier auch. So. Vielleicht können wir jetzt gleich auch mal die Brücke da fertigstellen. So, ist fertig. Die Brücke ist fertig. Haha. So. Also, er hier kriegt jetzt noch erhöht maximale Gesundheit. Das ist mein Char. Dann auch er hier, Bertrand, braucht auch mehr Gesundheit. Dann Sentenza kann... Ein Gebäude wurde errichtet. Ihr haltet erhöhte Fokusgeneration, wenn ihr unter 50% seid, okay. Und jetzt noch er hier, der soll in weiße Magie gehen, damit er irgendwann mal heilen kann. Erhöht Fokusregeneration. Noch ein Skillpunkt, dann kann der schon heilen. Und das ist das, was der tun soll. Dieser Anselm soll heilen können. Zack, zack, Männer. Haben wir Arbeit. So, heilen ist Willenskraft, also kriegt er auch Willenskraft drauf. Er hier ist voll auf Nahkampf und so. Auf welche geht das? So, steht nicht da wirklich, aber Stärke macht dann ja Sinn. So. Dann Bertrand. Bertrand ist auf Geschicklichkeit. Ist ja klar, Fernkampfwaffen und sowas. Ja, ja. Aber Konstitution ist auch nicht schlecht. Braucht man auch mal. Und ich bin auf Int. So. Okay, wunderbar. Alles durchgeskillt. Boah, was haben wir hier schon für ein Kram alles? Heftig. Okay. Wir werden angegriffen. Wieder an.
Die Elben. Die gibt's gar nicht. Die wollen ganz schön hier Stress machen. Mir fehlt Fokus. Für die Krone! Oh, jetzt greifen wir aber schon einige an. Ja, wir sind aber gut. Fast schon alles. Wo befestigen wir den Sektor? Wo kriegen wir den Steinbruch? Da? Habt ihr irgendwo einen Steinbruch gesehen? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Wir nehmen jetzt noch hier diesen Außenposten ein. Vielleicht ist es hier, weil hier so viel Stein ist, auch dann ein Steinbruch. Auf jeden Fall haben wir dann die Brücke hier jetzt fertig. Das ist schon mal das Wichtigste gewesen. Ach, wie schön die Häuser aussehen. So, mehr Holz. Hier könnte auch noch mal jemand hin, der ein bisschen Holz abbaut. Jetzt kommen wir mit der ganzen Armee hier an. Jawohl. Schnell noch in der Kaserne jemand bauen. Alles klar, dann mal los. Okay. So viel zu tun, so viel zu tun. Das sieht dann nach Stein aus. Der Außenposten wurde errichtet. Unsere Grenzen haben sich erweitert. So, verbessern wir sofort. Was? Und jetzt kriegen wir hier irgendwo Stein angebaut. Steinbruch. Ja, 250. Sehr gut. Jetzt haben wir was gefunden, wo Stein gibt. Hier. Ein Gebäude wurde errichtet. Sehr gut. Gehen wir doch mal kurz in Steinbruch. Da gibt es nämlich auch was zu looten. Oh, oh. Und irgendwelche Viecher. So, Wölfe sind auch erledigt. Was ist das denn hier Blaues? Eine Statue oder sowas. Auch cool. Eine unvollendete Tiara-Statue. Vielleicht haben die Dorfbewohner versucht, die Gunst der Wächtergöttin wieder zu erlangen. Okay. So, ab jetzt gibt's Stein. Bedeutet, ab jetzt kann ich auch Wachtürme bauen. Dann gehen wir jetzt mal ganz nah. Ein Gebäude wurde errichtet. An die Elben. Die meisten Fraktionen haben Gebäude, die als stationäre Verteidigung fungieren. Diese können bemannt werden. So, baut Türme, sagt er. Haha. Ja, und da kommen sie. Oh, was ist das? Worum geht's? Das war ich. Warum bin ich jetzt gerade so durchgedreht? Keine Ahnung. So, Steinbruch. Drei Leute arbeiten dafür. Ansonsten würde ich sagen, kommt hier noch was mit Holz hin. Das sollte klappen. So. Und dementsprechend können wir jetzt hier weitermachen. Benötigt Blaupause. Weiter als die zweite Stufe können wir bis jetzt noch nicht. Oh, 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 oh. Und hier kommt jetzt auch ein... Sobald wir genug Stein haben, bauen wir hier auch ein Waffen hin. Schaltet sie aus! Und den Wachturm von denen erledigen wir jetzt. Wenn es geht, ja, den kriegen wir platt, oder? Ja, der wird down. Jetzt lauf nicht so weit rein hier. Ja. Ein Gebäude wurde errichtet. Jetzt haben die Elben Wachturm weniger. Und jawohl. Wir werden angegriffen. Jetzt sind es aber sauer, die Elben. So, immer neue Leute bauen, ne? Ist immer wichtig. Nachschub. 72 von 75. Okay, da oben steht irgendwas. Ich scheine wohl am Maximum langsam zu sein. Okay.
So langsam aber sicher müssen die Elben dran glauben. Und jetzt wird mal mit 6 Steinen auch ein Wachturm gebaut. Tada! Jetzt bauen wir hier richtig auf. Baut Türme. Wir bauen noch einen Turm. Wenn wir noch mal einen Stein mehr haben, kommt hier auch noch mal. Obwohl, die kommen ja von da oben, ne? Die kommen von hier. Also eigentlich brauche ich nur hier 2 Wachtürme aufzubauen. Einmal nach Süden und einmal da nach Westen. Was ist denn da los? Spinnen sind da noch, okay. Dann bauen wir hier auch noch einen Wachturm hin. Sicher ist sicher. Packen wir einen weniger zum Sammeln. So. Hey, wie lustig, wenn hier so langsam das ganze Holz verschwindet und so. Nicht schlecht. So, da kann auf jeden Fall der Wachturm dann die Spinnen erschießen. Und hier müssten wir jetzt auch noch einen zweiten Wachturm hinpacken. Ein Gebäude wurde errichtet. Okay, allerdings... Wir werden angegriffen! Oh. Ja. Ja, ich sag ja hier die Spinnen, ne? War ja klar. Die machen jetzt Stress. Aber der Turm ist fertig. Ein Gebäude wurde errichtet. Vielleicht hätten wir doch mal hier hochgehen sollen und nochmal schnell aufräumen. Befehle? Befehle. Wer Befehl nicht befolgt, wird bestraft. So. Ich würde sagen, wir gehen nochmal hier kurz gucken, was da so schön leuchtet. Eure Basis wird angegriffen. So, noch einen Turm bauen. Sehr schön. Sitzt hier jetzt auch einer drin? Da sitzt kein Mensch drin. So. Jetzt ist da auch einer im Turm. Hm? Bleiben wir auf der Hut. Na, kann man gar nicht mitmachen mit dem Zeug, ne? Leuchtet doch was. Hm? Alles klar. Mhm. Man kann da nichts irgendwie anklicken, da leuchtet zwar was, aber irgendwie geht da nichts. Naja, betretet Lianon. Aber nur eine Sekunde. Sollen wir jetzt erstmal die Spinnen wegmachen, oder? Ja, komm, schaltet sie aus. Machen wir erstmal die Spinnen weg. Und dann geht's nach Lianon. Ich kann keinen mehr bauen. Bevölkerung benötigt 6. Einheiten im Turup 3. Aha, ich habe nur noch hier so viel Bevölkerung. 72 von 75. Ein Gebäude wurde errichtet. Aha. So läuft es. Wir machen die Spinnen jetzt hier weg und dann geht's mit der Hauptquest weiter. Der Ursprung der Krankheit. Dann werden wir es hoffentlich erfahren. Wir müssen dafür die ganzen Elben wegräumen. Dann werden Elben bekämpft. Und viele Spinnen hier hinten. Wow, okay, das wird zu viel. So, alles clear, wunderbar. Wir könnten noch ein Level brauchen, damit wir heilen können. So, was haben wir da oben noch Schickes? Aha, was ist denn das? Sieh mal eine an. Verteidigt euch! Irgendeine Basis. Humanoide. Was machen wir denn hier? Ich krieg gerade verschiedene Humanoide und kriegt neue Basiseinträge, Glossareinträge. Was haben wir denn da jetzt erledigt? Ein Söldner, ein Deserteur, Bogenschützen, plundernden Banditen. Eine neue kleine Tarantel und noch ein paar Wölfe haben wir. Okay. So, dann holen wir uns das Loot hier schnell raus.
Maschinenrüstung. Kondition 6. Oh, Konstitution 6. Nicht schlecht. So. Was jetzt? Jetzt werden wir angegriffen, habe ich gehört. Aber wo? Oh, hier. Jetzt hatte ich hier extra Wachen hingebaut. Und dann gibt es trotzdem Stress. So, meine Armee ist auf dem Weg dahin. Ein paar habe ich hier noch als Wache. Aber die werden gerade ganz schön niedergemäht. Meine Armee ist auf dem Weg. Und hier, Ersatz wird gerade schon produziert. Ich habe ja oben noch 54 von 75 jetzt wieder. Das wird eng. Die könnten mein Gebäude noch zerstören in der Zeit, bis ich da bin. Aber es könnte auch klappen. Da bin ich. Ja, jetzt wird es interessant. Schnell mit dem Feuerball rein. So. Der Schutz ist da. Jetzt ist alles wieder gut. Was ist? Attacke! Für die Königin! Sterb, ihr Elfen! Richtiges Elfenpack. Gibt's ja wohl nicht hier. Boah, wie blutig. Wir haben gesiegt. Der nächste Angriff ist abgewehrt. Und jetzt geht's hier weiter rein. Jetzt reicht's mir. Wenn die nicht anders wollen, dann gibt's Krieg. So, reparieren wir mal den Grenzposten.